Wenn man sich anguckt, wie sich Berlin entwickelt, dann kann man sehen, nicht nur die Bevölkerung wächst, sondern eben auch die Wirtschaft. Die traditionelle Industriestadt, die Berlin ja mal war, ist sie in wenigen Teilen noch. Hier, wo wir heute sind, kann man eigentlich die Resultate der Deindustrialisierung besser besichtigen. Und was für Berlin jetzt interessant ist, sind natürlich neue Firmen, die sich mit Digitalisierung, mit Kreativwirtschaft, auch die Verbindung von Gewerbe und Kunst, die Verbindung von Unterhaltung und Großhandel und Gewerbe, das sind alles Themen, die sich auf den Flächen hier in Berlin ganz gut widerspiegeln. Dieses breite Spektrum, was ich hier gerade gesagt habe, führt dazu, dass Sie sich schon mal an einen neuen Titel gewöhnen können. Der Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe ist Geschichte. Der Stadtentwicklungsplan Wirtschaft ist das, was wir hier miteinander entwickeln wollen. Ich erinnere mich noch an Wahlkämpfe, die sind noch nicht so lange her. Da habe ich gesagt, wir haben einige Probleme in Berlin, aber wir haben Gott sei Dank kein Grundstücks- und kein Flächenproblem. Das war im Wahlkampf 2011 und seitdem haben sich die Dinge sehr deutlich verändert. Wir erwarten natürlich von diesem Beteiligungsformat, was wir hier haben, dass eben Ideen auch einfließen, die wir dann mitnehmen können für eine solche strategische Planung, die wir dann ja auch vornehmen. Und wir stellen natürlich unsere Ideen vor. Die Akteure, die ja Berlin zu dem Place to Be gemacht haben, die kommen ja zum Großteil aus den Bereichen Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und die erfahren ja jetzt ziemlich starke Verdrängungsprozesse aus den Innenstadtbezirken. Und ich denke, wenn man in dieser Stadt Industrie weiter ansiedelt und nutzt, muss auch die Verkehrsinfrastruktur auf den neuesten Stand gebracht werden. How do we embrace a fully mixed economy, allow its presence in the city? You all here in Berlin must be invented, inventive. Cities with everything are possible. Die Stadtentwicklung, insbesondere die Planungsbehörden, schaffen natürlich die Voraussetzungen für Wirtschaftsentwicklung. Über die Bebauungsplanverfahren, die hier initiiert werden, werden natürlich Konflikte gelöst, sei es mit der nahen Wohnbebauung, sei es emissionsrechtliche, verkehrliche Konflikte. Und von daher bedarf es einer ganz wichtigen Zusammenarbeit. Die eben den Kiez vermarkten, gleichzeitig aber ihn derart unter Druck setzen, dass er dann am Ende nicht mehr wiederzuerkennen ist. Das, was es im Wohnungsbereich schon gibt, dass wenn ein neues Baurecht geschaffen wird, dass dann eben 30% für bezahlbares Wohnen reserviert wird und dasselbe fürs Gewerbe wäre eigentlich nicht schlecht. Was wir aber auch brauchen, das ist, glaube ich, eine Art Allianz mit großen Unternehmen insbesondere, um dann eben auch eigentlich die Immobilien zu sichern und dauerhaft auch bezahlbaren Gewerberaum wie eben auch Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Also die ganzen unterschiedlichen Wirtschaftssegmente sind wichtige Bestandteile der Stadt und man sollte nicht nur über Grünflächen und Wohnen nachdenken, wenn man über Stadtentwicklung spricht. Ich habe gehört, wir reden über Vielfalt, wir reden über Konflikte, wir reden über Veränderungen. Jetzt könnte ich noch das Wort Dichte hinzufügen und dann haben wir exakt die Definition von Stadt. Das heißt, wir reden bei dem Thema Stadtentwicklungsplan Wirtschaft über alles das, was eine Stadt ausmacht. Und wenn wir über Verdrängung reden, dann reden wir nicht darum, dass das Gewerbe das Wohnen verdrängt oder das Wohnen die Kultur oder was auch immer, sondern wir stellen fest, weniger rentierliche Nutzungen werden verdrängt durch höher rentierliche Nutzungen. Wir können uns als Stadt aktiv aufstellen, indem wir Konzepte und Pläne machen, das dafür, was wir wollen, was für eine Stadt wir wollen. Und wir können als Zweites dann natürlich überlegen, welche Instrumente nehmen wir in die Hand, um diese Ziele auch wirklich umzusetzen. Deshalb ist der Stadtentwicklungsplan Wirtschaft, den wir hier anstreben, als räumliches, gesamtstädtisches, politisches Programm ein wichtiger Baustein. Dass man dafür aktiv werden muss, das ist, glaube ich, auch klar. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass wir dieses Stadtforum heute hier gemacht haben. Vielen Dank.